zwei seid die ersten freundlichen Gesichter seit Wochen. Ihr seid doch freundlich, oder? Zu Ihnen? Ja. Zu ihm? Nein. Mein Lieber, ich habe ein Angebot für dich. Seit die Blag ihren Giftmüll in unser Meer kippen, ist die Fauna hier etwas, mutiert und durchgedreht? Ja, das könnte man so sagen. All meine Gäste sind abgehauen oder verspeist worden. Deshalb schließe ich. Aber ich habe noch eine, ich wiederhole, eine O2 Maske. Wie viel? Die ist unverkäuflich. Aber Sie sagen... Ich sag dein Angebot und das habe ich. Ihr vertreibt die Blagschiffe und sie gehört euch. Bringt mich nur ans andere Ende des Seebads. Dann könnt ihr den Düsenjäger benutzen. Düsenjäger, ja? Na gut, aber versuchen Sie nicht, uns reinzulegen. Wo ist der Düsenjäger? Hier, in dem verschlossenen Hangar. Es muss nur ein Tourist abstürzen, zack, wird man verklagt. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Sehr gut beobachtet, kluges Kerlchen. Ich traue den Touristen nicht und die Verantwortlichen trauen mir nicht. Wir haben also ein Problem. Wir haben also ein Problem? Ich will nur die O2-Maske. Und wenn Sie das Schloss nicht aufkriegen, ist das Ihr Problem. Und jetzt her mit der Maske. Ich merk doch, dass du unseren Jägergang fliegen willst. Also hör gut zu. Geh doch mal zu Bob im Robo-Shack. Er kennt diese Schlösser. So, so. Was haben wir denn da? Hey, Vorsicht. Die Handschrift kenne ich doch. Du warst bei Al, habe ich recht? Ja, er hat das Helipack eingebaut. Das sehe ich selbst. Ich habe meinem dummen Bruder alles beigebracht, was er weiß. Passt auf, wenn ihr richtig gute Hardware haben wollt, kann ich dem Kleinen ein Düsenpack einbauen. Oh! Können wir denn damit auch das komische Schloss am Jägerhangar knacken? Ah, ihr kennt diese Gerätchen, was? Aber hallo, kommt ihr da durch? Es hat einen echt guten Powerschlag eingebaut. Du hast verdammtes Glück, dass ich das Ding brauche, um an den Jäger ranzukommen, Kumpel. Ich hab's. Ich mach dich schneller klar, als eine Kröte Fliegen fängt. So, mein kleiner Kumpel. Besser als neu. Das stimmt. Ich bin voll cool. Nicht schlecht.
Das sollte wohl reichen. Hier, bitte. Das wurde auch Zeit. Hallo alle zusammen. Hier ist wieder mal der Vorsitzende Drake mit einem Bericht über die aktuelle Lage. Wir haben jetzt die ideale Umlaufbahn für unseren Planeten gefunden und sie garantiert optimale Temperaturen das ganze Jahr. Im Moment besetzt bedauerlicherweise ein anderer Planet diese Umlaufbahn und so leid es uns für seine paar unbedeutenden Bewohner tut, er muss zerstört werden. Dafür haben wir dies entwickelt. Der Planetenhammer Maximus. Ein Gerät, das ganze Planeten zu subatomaren Partikeln verarbeiten kann. Wir sind sehr stolz darauf. Und so funktioniert's. Wir installieren den Planetenhammer auf diesem Schiff, bringen es in die Umlaufbahn des Planeten und schlagen zu. Kabum! Einfach genial, oder? Sobald unsere hochqualifizierten Experten unseren neuen Planeten vollendet haben, sind wir endlich soweit. Danke und bis bald.
Der Typ will einen ganzen Planeten in die Luft springen. Das ist doch gemein. Das habe ich dir doch gesagt. Hey, ich will weiter zu Quark, aber falls wir dabei Drake erledigen, umso besser. Was ist? Es ist dir wichtig. Übertreib's nicht. Das muss das Schiff sein, das die Bombe transportieren soll. Du Schlaumeier, meinst du wirklich? Wir sind zu spät. Das Schiff liegt weg. Moment, da drüben ist ein alter Geschützturm. Hey, denkst du auch, was ich jetzt denke? Das bezweifle ich sehr. Thank you.
Männer, ihr brecht jetzt bald zu einer sehr gefährlichen Mission auf. Wir starten von unserer Mondbasis einen schweren Überraschungsangriff gegen einen völlig unbewaffneten Planeten. Also, eigentlich klingt das gar nicht so gefährlich. Wie dem auch sei. Eure Befehle sind einfach. Zerstört alles, was sich bewegt. Stehlt die Kraftgeneratoren aus Gorda City. Dann zerstört alles, was sich nicht bewegt. Oh, und denkt dran. Amüsiert euch. Wir müssen zur Mondbasis und Drake aufhalten. Nein, wir müssen zur Mondbasis und Quark finden. Wenn Drake dort ist, ist Quark bestimmt bei ihm. Aber Drake will doch diese Stadt vernichten. Wir müssen zum Stützpunkt. Das sag ich doch. Nein, das sag ich doch. Na gut. Na gut. Na gut. Es ist Zeit, deine neue Aufgabe zu beginnen. Ah, ein paar Fotos zusammen mit ihrem neuen Shuttle. Eine tolle Idee. Du bist wirklich ein Vollidiot. Was? Du sollst der Shuttle zur Mondbasis fliegen und dort den beiden Spinnern auflauern. Ja, genau. Wer war das nochmal? Die beiden. Oh, natürlich. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich bin... Zu feige für Bodeneinsätze? Stimmt. Und deshalb leih ich dir auch meinen Weltraumjäger. Fliegen kannst du doch noch, oder? Dann ist ja alles klar. Du bekommst den Raumjäger, wenn du den Mond erreichst. Wenn du das hier verbockst, dann kannst du den Vertrag vergessen! Dann bin ich doch ruiniert. Das wagen sie nicht. Wetten. Ich habe Drakes Schiff nicht gesehen. Wir haben ihn verpasst. Ah, wer weiß, wo Quark jetzt ist. Um die beiden zu kriegen, brauchen wir ein schnelleres Schiff. Vielleicht hat diese Raumstation ein brauchbares Schiff. Naja, wo wir schon mal hier sind, schauen wir uns mal um. Thank you.